Schulenburg. Sie erlebt in den jungen Jahren unter ganz schweren Umständen eine Nahtoderfahrung. Wie kam es dazu? Ja, die Umstände, die zu meiner Nahtoderfahrung geführt haben, die waren tatsächlich dramatisch und auch traumatisch. Das muss ich leider sagen. Das Ganze begann in meiner Familie, wo ich durch meinen Vater Missbrauch erlebt habe. Und ja, ich lebte in einem Umfeld, das sehr zwiegespalten war. Auf der einen Seite, ich bin auf eine Waldorfschule gegangen, war das Ganze sehr liebevoll und sehr behütet und auch herzlich. Und auf der anderen Seite war eben da dieser Missbrauch, der in meiner Familie stattfand und der natürlich das ganz krasse Gegenteil dazu war. Und ja, in dem Umfeld bin ich aufgewachsen. Und in meiner Jugend wurden diese Missbrauchserfahrungen, ohne jetzt auf Einzelheiten einzugehen, ja immer dramatischer und auch lebensbedrohlicher. Ich glaube, das beschreibt das ganz gut. Und irgendwann begann eine Zeit, wo ich bei diesen Übergriffen tatsächlich um mein Leben kämpfen musste. Also jeder Körper hat ja auch wirklich seine Grenzen, was Luft angeht, was Widerstandsfähigkeit angeht. Und es ist vielleicht nochmal ganz wichtig, um zu verstehen, warum ich in der Nahtoderfahrung auf keinen Fall zurück wollte. Also da gingen eben nicht nur eine ganze Kindheit und Jugend, sondern ein paar Jahre voraus, die unglaublich hart waren. Hart im Sinne von, dass ich wirklich um mein Leben gekämpft habe, auch physisch, aber ganz besonders auch auf energetische Art und Weise, weil es bei diesem Missbrauch nicht nur um diesen missbräuchlichen Akt ging, sondern, also Vergewaltigung, sondern es ging vielmehr darum, ja, ein energetischer Austausch. Also es ist wirklich wie Vampirismus, wenn man diesen Begriff wählen möchte. Und ich mit meiner ganzen Kraft, mit meiner ganzen, ja, Lebenskraft gekämpft habe, mich von dieser Negativität nicht vereinnahmen zu lassen. Und irgendwann ja, war der Punkt, dass das Ganze immer extremer wurde. Und was dann zu der Nahtoderfahrung führte, war ein Ereignis, wo ich quasi keine Luft bekam. Also, und in diesem Fall nicht nur ohnmächtig wurde, so wie ich das vorher schon kannte, sondern, also ich wurde erst ohnmächtig, aber dann ging das Ganze weiter. Und das ging insofern weiter, dass ich eben nicht irgendwann wieder aufwachte, sondern ich wachte auf, aber ich konnte mich plötzlich quasi über mir sehen. Also ich war ganz da, ich war da, aber ich sah mich eben nicht ich hatte nicht die Perspektive aus meinem Körper in das, zum Beispiel in das Gesicht meines Vaters, sondern ich guckte von oben auf mich runter. Und das war erstmal total befremdlich, ich habe das nicht verstanden. Das war aber allerdings eine so große Stresssituation, weil ich vorher mit meiner ganzen Kraft um mein Leben gekämpft hatte, also mit wirklich meiner ganzen physischen Kraft und eben auch mit meiner Willenskraft, weil ich wollte unbedingt leben. Also das Leben ist für mich heilig gewesen, also das ist natürlich immer noch. Und war dann in dieser, das war eine absolute Stresssituation, also dass ich gar nicht großartig darüber nachdenken konnte, sondern ich war plötzlich da oben, ich sah mich und ich habe gemerkt, ich bin frei. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, ob ich noch Schmerzen nicht mehr empfunden habe, sondern ich war einfach frei, ich war raus. Und das war eine unglaubliche Erleichterung. Also ich war wirklich frei, war ich nicht mehr gefangen, sondern ich war, war frei, war wirklich frei und schaute das an und
von oben und sah dann meinen Körper, der leblos wirkte, also wirklich tot wirkte, ganz, ganz weiß und ganz, ganz dünn. Und gar nicht mal so dünn von der Physis her, sondern energetisch dünn. Also er war komplett leer gesaugt, also tot, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes tot. Da war nichts mehr, war kein Leben mehr. Und ich sah auch meinen Vater über mir und es wirkte schwarz. Also es wirkte wirklich so, als ob da so wie so ganz wie so ein, ja, so ein Dämon oder so ein böser Schatten auf diesem weißen Körper war, der unglaublich groß wirkte. Also es waren keine realistischen Dimensionen, die ich gesehen habe, sondern es war eher ein energetisches Bild. Mein Vater quasi hockte über mir, wirkte sehr, also extrem dunkel und schwarz, riesengroß, und hatte mir dann, dann sah ich, wie er mir die Plastiktüte vom Kopf genommen hat. Und in dem Moment bekam ich, als die das Ganze beobachtet hat, bekam ich Panik, weil ich gesehen habe, dass er versucht hat, mich zu reanimieren. Und da bekam ich richtig, richtig Panik, weil ich wusste, okay, das heißt, ich muss wieder zurück. Und das konnte ich nicht. Das wollte ich auch nicht. Da habe ich gedacht, nee, du musst weg hier. Das geht nicht. Weil ich merkte, dass da ein Sog war, dass ich quasi zurück in den Körper musste oder sollte. Und dann habe ich mich umgedreht und es fühlte sich so an, ich bin einfach nur, also in mir war eigentlich nur, ich will hier weg. Ich will hier weg, und dann bin ich losgerannt, fühlte sich das an. Und bin hineingelaufen in etwas, was ich ja mit den Worten, die mir zur Verfügung stehen, eigentlich nur als etwas, ja, wie so einen schwarzen Nebel. Es war jetzt nicht bedrohlich schwarz, aber es war also in so etwas Ungewisses bin ich hineingelaufen, was sich kalt anfühlte. Also ich floh aus einer Welt, die kalt, kalt war und dornig und schmerzhaft und rannte. Also es konnte eigentlich nur besser werden. Das habe ich renn einfach nur weg, renn. Und da bin ich hineingelaufen in dieses Energiefeld oder in diese, das, was da war. Und das wurde dann immer heller, es wurde lichter. Und ich habe eigentlich gar nicht groß nachgedacht, sondern ich bin einfach nur gelaufen. Und dann wurde es tatsächlich, es wurde weicher, das ganze Umfeld veränderte sich. Es wurde heller, es wurde angenehmer, es wurde wärmer, es fühlte sich runder an. Und dann bin ich einfach weitergelaufen und irgendwann, es berührt mich sehr, weil das wirklich ein ganz besonderer Moment war. Irgendwann wurde es halt, wirklich, also war ich willkommen. Also es ging so ein bisschen nach Worten. Es öffnete sich dieses Dunkle, was man wirklich so ein bisschen wie auf ihren Tunnel beschreiben könnte. Das war unglaublich weit und offen. Gleißend hell, ganz hell, ein so golden-weißes Licht. Mit einer unglaublichen Wärme und Herzlichkeit. Und ich bin zu Hause. Ich bin zu Hause, ich bin zutiefst willkommen, ich bin zutiefst geliebt. Und das war unglaublich weit, das Ganze. Also ich fühlte mich komplett expandiert, offen, wunderschön, strahlend und war zutiefst willkommen und war zu Hause. Und das sind jetzt alles so menschliche Begriffe. Ich konnte einfach sein, ich konnte mich selbst spüren. Ich war frei, ich war strahlend, das war, also war,
Und ich stand da und es war so, als ob es war erstmal kein Wesen oder etwas, was ich greifen konnte, sondern einfach wie eine unglaublich große Sonne, vor der ich stand, die mich energetisch, die mich in den Arm genommen hat. Also ich fühlte mich wirklich ganz herzlich, ganz liebevoll in den Arm genommen. Und ich stand einfach erstmal nur da und habe das genossen und habe das aufgesogen. Also habe mich wirklich damit aufgetankt und fühlte mich einfach frei und unendlich geliebt, wirklich zutiefst geliebt. Ja, und dann, ich stand da. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, wie lange oder wie kurz das war. Und dann, ja, kristallisierte sich oder materialisierte sich aus diesem goldenen Ball oder aus dieser goldenen Wolke oder diesem Feld tatsächlich eine Person heraus, also etwas, was menschliche Züge hatte, ganz langsam. Und ich hatte das Gefühl, dass dieses Wesen sich mir so nähert, dass ich keine Angst bekam. Ich hatte das Gefühl, dass es riesig groß war und es näherte sich mir so ein bisschen wie so reingezoomt. Also als ob hinter dieser Gestalt war, konnte ich erahnen, dass sie unglaublich groß war. Aber sie hat sich mir gezeigt so auf Augenhöhe. Also tatsächlich war sie dann so groß wie ich. Und das Gesicht, das sehe ich ganz klar vor mir. Das war ein schmales Gesicht. Also jetzt nicht rund oder breit, sondern wirklich schmal und eine relativ schmale Nase. Das Gesicht hat ganz viel Klarheit ausgestrahlt. Und das Gesicht war sehr ernst. Ganz ernst und klar, hat nicht gelächelt. Also es war immer noch alles sehr liebevoll, aber es war eine ganz viel Klarheit war da. Und dieses Wesen hat mir ganz direkt in die Augen geschaut. Ich würde fast sagen, ein bisschen streng, aber streng klingt so menschlich streng. So war das nicht, sondern das war liebevoll, aber sehr, sehr klar. Also ja, so eine ganz viel Gradlinigkeit, die ich dann in dem Moment gespürt habe. Und dieses Wesen oder diese Person hat mit mir gesprochen, aber nicht mit Worten, sondern es war ein Austausch ohne Worte. Also ich wusste, was sie mir sagt, und ich habe aber auch nicht mit Worten gesprochen, sondern das war ja wie ein Energieaustausch. Also oder ein Gefühlsaustausch. Und in dem Moment, wo wir uns angeschaut haben, da wusste ich, dass ich wieder zurück muss. Und das war für mich furchtbar, weil ich stand da und diese Person war mir gegenüber. Ich konnte quasi runtergucken. Und sah dann das Zimmer, in dem mein Körper lag und wo auch mein Vater war und diese ganze Situation. Und sah auch den Weg, den ich bisher da also gegangen bin dahin, also die Jahre davor. Und für mich stand fest, also da, das geht nicht, das geht nicht. Und das war so ein bisschen, als ob wir jetzt ja diskutieren würden, also da war diese Klarheit, du musst zurück oder du willst ja auch zurück. Also so das Gefühl kam von dieser Lichtgestalt, und gleichzeitig war das wirklich aus meinem, ich habe dann gekämpft da und habe gesagt, guck mal, ich habe aber keine Kraft mehr. Selbst wenn ich wollen würde, ich guck selbst darunter, ich habe keine Chance. Und wenn ich darunter gehe, dann dauert das vielleicht noch ein paar Tage oder eine Woche, und dann selbst wenn ich alles gebe, und das konnte ich in dem Moment auch dieser,
Lichtgestalter, ich habe alles gegeben. Also da ist nichts mehr. Guck, da, das, dieser Körper oder diese, der Akku ist leer. Das, beim besten Willen, das geht nicht. Es geht nicht. Da ist nichts. Und ich war verzweifelt, weil ich sagte, ich, selbst ne, wenn, wenn es meine Aufgabe sein soll, ich kann es nicht. Es geht nicht. Und also das war ein harter Moment, weil ich das gespürt habe, dass ich irgendwie zurück müsste, aber es einfach nicht ging, weil ich sagte, mit welcher Kraft, wie soll ich das machen? Wie soll ich das machen? Ja, und dann hat sich die Gestalt ein bisschen zur Seite gedreht und ich konnte plötzlich sehen, also mein Leben konnte ich sehen, das war wie so ein, wirklich so ein Weg. Und ich war jetzt an diesem Punkt, wo ich unter mir eben den Jetzt-Moment sehen konnte. Und dann hat sich diese Lichtgestalt ein bisschen weggedreht und dadurch ist ein Sichtfeld frei geworden. Und dann hat sie ja da so wie hingewiesen. Also ich hatte jetzt keine Hand oder einen Arm gesehen, aber das war so, guck mal da. Und ich wollte da zuerst nicht hingucken, weil ich gedacht habe, jetzt irgendwie so, soll ich irgendwie überzeugt werden oder hatte auch total Angst, muss ich sagen. Gott, was kommt denn da jetzt noch? Und dann war das so, als ob dieses Wesen mich ein Stück an die Hand nimmt und sagt, guck mal, wir gucken uns das zusammen an. So. Und dann konnte ich sehen, tatsächlich wie mein Leben erstmal weiter verlaufen würde. Nicht in Einzelheiten oder nicht in Details, aber das konnte, es war wie, ja, vielleicht Farben würde das am besten beschreiben, wie Farben, wie eine Energie. Und ich konnte sehen, dass es erstmal sehr, sehr dunkel weiter sein würde, dass es dunkel bleiben würde. Und das ich habe das gar nicht so groß analysiert, sondern eigentlich nur drauf geschaut. Und dann konnte ich sehen, dass irgendwann in diesem Weg wie so eine Kurve war. Und sie dann, also der Weg, der hier anfing, dann in eine andere Richtung ging. Und die Lichtgestalt ermutigte mich, sagt, so guck mal, wie es weitergeht. Es lohnt sich, guck mal wirklich hin, das ist okay. Und das sah so ein bisschen aus, wenn ich heute im Flieger sitze und es Nacht ist und ich runterschaue, also man sich dem Airport nähert, dann sieht man ja, man sieht Städte und sieht die Lichter und sieht vielleicht auch irgendwann so eine Autostraße, die so rot, die Rücklichter von dem Auto. Und das war so ein bisschen, es war ähnlich. Ich schaute wie so runter und konnte da das sehen, von dem ich wusste, dass es mein Leben ist. Und ich konnte sehen, dass aus diesem Dunklen und Kalten, dass es heller wurde. Und zwar, dass die Energie, die ich sehen konnte, das war so ein bisschen wie Sylter Rosen. Die haben ja so eine ganz besondere Farbe. Und plötzlich aus diesem Grauen und Kalten und Schwarzen kamen diese Farben hoch, wie diese, das ist ja so ein, weiß gar nicht, wie man das nennt, so ein Violett-Pink oder so. Und es war eine ganz intensive Farbe mit Gold vermischt. Also so wie eine ganz unglaubliche Kraft und eine Herzlichkeit, also von der Energie ganz viel Ja zum Leben und ganz viel Liebe und ich konnte nicht die Einzelheiten sehen, was ich leben würde, aber ich konnte spüren, wie ich mich fühlen würde. Und ich wusste, dass ich dort jemanden treffen würde, der mir helfen würde. Und das Ganze war, das wurde dann immer, also immer mehr von dieser Energie war da und ich konnte spüren, in dem Moment spüren oder sehen, dass, wie ich mich fühlen würde, nämlich richtig erfüllt und unglaublich glücklich und ja, frei und vor allen Dingen auch stark, also dass diese Lebenskraft wieder da war und das Leben wirklich schön war, so sonnig und warm und
Genau, und dann guckten wir uns wieder an. Und dann wurde mir aber bewusst, du bist ja nicht da, sondern du bist gerade hier. Und ich guckte runter. Und an dem Punkt war das so, dass die Lichtgestalt nicht mehr so versucht hat zu sagen, ja, du müsstest ja eigentlich zurück, sondern irgendwie war der Druck weg. Also wenn es überhaupt ein Druck gewesen wäre, das sind jetzt sehr menschliche und sehr harte Worte. Aber irgendwie konnte ich jetzt selbst entscheiden. Und ich hatte die Möglichkeit, wieder in dieses Leben reinzugehen, oder ich hatte die Möglichkeit, in die andere Richtung zu gehen, wo mich dieses goldene Licht erwartet hatte. Also ich hätte auch dahin gehen können. Und ich war plötzlich frei. Also ich konnte sagen, gehe ich rechts oder gehe ich links? Und es wäre beides okay gewesen. Es wäre beides okay gewesen. Ja, und dann habe ich einen Moment abgewägt und habe aber gesagt, nee, das ist wunderschön, aber ich kann das nicht, oder ich schaffe das nicht. Ja, und dann war wirklich ein Moment Stille, oder war ja wie so eine Waage, die in der Mitte sich ausgependelt hat. Und die Gestalt schaute mich an, also mit Klarheit, aber gleichzeitig auch sehr gütig, sehr, sehr bejahend und sehr verständnisvoll, liebevoll. Und dann hat sie sich noch ein Stück weiter, ja, weggedreht oder noch mehr diesen Blick auf mein Leben freigelassen. Und ich schaute dann noch weiter in auf diesen Pfad, der da, von dem ich irgendwie wusste oder spürte, das ist mein Leben. Und nach dieser Zeit wurde das sehr, ja, sehr intensiv, und ne, diese, sag mal, Sylter-Rosen-Energie da war das so wie so eine Art Ruhephase. Und dann war da plötzlich etwas, was komplett meine Aufmerksamkeit gefesselt hat. Dann sagt, so ich dann hingeguckt hat, ich konnte nicht wirklich hingehen, ich konnte auch nicht genau von oben drauf schauen, aber ich konnte sehen. Und ich kann das nur so beschreiben, wie das war so, ja, wie so Lichtimpulse mit fast so kleine Explosionen, die da plötzlich aus diesem, ja, eher dunklen, aber nicht dunkelbedrohlich, aber eher grauem Feld aufblitzten. Und ich wusste, dass das etwas mit mir zu tun hatte, dass ich da lebte oder ging oder Dinge tat oder ja etwas vielleicht nach außen gab oder etwas lebte, was dazu führte, dass diese Lichtimpulse irgendwie aufgingen, und sehr kräftig und sehr, sehr stark, und dass diese Lichtimpulse sowieso ja, sich irgendwie teilten, also größer wurden. Das ist manchmal, wenn ich Bilder sehe von Zellen, die sich teilen, da ist ja so eine ganz besondere Energie, wenn so eine Zelle sich teilt, wie so ein Aufspringen, also empfinde ich das zumindest. So war diese Energie, da hat sich was geteilt und ist größer geworden an dieser Linie, wo ich gegangen bin. Das hat sich, ist gewachsen, ist nach außen gegangen, und ich habe gespürt, das ist unglaublich wichtig. Das ist unglaublich kostbar und das ist wichtig. Und wenn ich da nicht gehen würde, würde das so nicht passieren können. Und davon war ich fasziniert. Und das hat mich ja irgendwie gebannt und gepackt und gesagt, das ist unglaublich wichtig. Das ist auch wichtig für andere. Es geht hier nicht nur um dich, sondern du wirst da ganz viele Menschen berühren und du wirst wichtig für die sein. Du wirst irgendwas zünden. Und als ich das gesehen habe, ich habe dann auch gar nicht weitergeguckt. Ich hätte noch weiter gucken können, aber ich habe das nicht gemacht. Das war genug. Da wusste ich, okay, da hatte ich auch plötzlich wieder Kraft. Ich dachte,
Okay, ich habe es verstanden, ich muss da hinten hin und das Schöne, das darf ich mitnehmen, aber ich muss da hinten hin, das ist unglaublich wichtig. Und dann war das plötzlich, hat sich das Blatt gewendet. Dann habe ich runtergeguckt und habe mich da liegen sehen, aber ich war noch erfüllt von dem, was ich da vorne gesehen hatte. Von dieser Kraft oder dieser unglaublichen Wichtigkeit, dass das plötzlich war viel größer als das Drama, was ja wirklich ein Drama um Leben und Tod war. Das wirkte dagegen relativ klein. Dann habe ich gedacht, okay, dann kann ich das. Dann schaffe ich das irgendwie. Und dann wollte ich mich schon umdrehen und wieder runtergehen. Es wäre wirklich auch so direkt unter mir gewesen. Und dann kam diese Lichtgestalt nochmal auf mich zu und hat mich in den Arm genommen. Also so, ich war eigentlich schon wieder so auf dem Weg zurück und sie hat mich aber so wie von hinten nochmal so an den Schultern so in den Arm genommen. Ja, das war sehr, wirklich sehr, sehr berührend. Und also ich war wirklich irgendwie schon so auf dem Weg, aber das war wirklich so ein ganz großer Schwall an ganz viel, ganz viel Liebe ist immer so ein kleines Wort. Ich wusste, also sie sagte noch mal so, ich bin so, wir sind bei dir oder ich bin bei dir und du gehst da nicht alleine runter, wir sind mit dir. Also wir war irgendwie ein Wort. Und das war nicht nur Liebe, sondern es war auch ganz viel Kraft. Also wie so eine geballte Faust, aber nicht im Hass, sondern in der Kraft. Ich möchte fast sagen, das klingt so martialisch. Mal Kampfsport gemacht mit einem Schwert in der Hand und das heißt nicht, dass man jemand anders verletzt, sondern das heißt ganz viel Kampf. Das war so, ich bin bei dir und das war, ich hielt mich da so und also ich bin jetzt diese Lichtgestalt und sie hatte sowas wirklich wie so ein, was Feuriges in der Hand, was wie so eine Flamme oder ein Schwert, also so, diese Energie war da, so wir sind bei dir, du gehst da nicht alleine runter und ich wusste in dem Moment, witzigerweise, dass ich das wieder vergessen würde. Aber in dem Moment war das so, ja, war, wurde ich dann rausbegleitet. Und bin dann fast freudig wieder zurückgegangen, erfüllt von dieser Mission oder erfüllt von diesem Erlebnis. Und bin dann nochmal an dem, das erinnere ich gar nicht mehr so genau, weil ich dann schon so auf dem Rückweg war, nochmal, glaube ich, durch diesen Goldenen, durch das durchgegangen und habe da nochmal ganz viel mitbekommen und bin dann irgendwie wieder zurückgerannt, habe aber auf den Weg nicht mehr so geachtet und habe auch nicht so runtergeguckt, sondern habe einfach gesagt, okay, jetzt einfach durch so. Und bin dann da irgendwie reingesprungen oder reingegangen und bin irgendwann aufgewacht. Da erinnere ich mich aber nicht mehr so genau dran. Einfach auch, weil das eben oft passiert, dass ich aus einer Ohnmacht dann aufgewacht bin. Ich habe wohl noch mitbekommen, dass mein Vater geweint hat und erleichtert war, dass ich wieder da war. Und ich, also auch so, dass ich spürte, dass das irgendwie so, ja, so ins Gesicht, also so, so berührt wurde. Aber irgendwie war ich da so, wollte damit auch nichts zu tun haben. Also das weiß das jetzt gar nicht so,
genau, habe mich da irgendwie auch zugemacht. Frau Schulenburg, als Sie außerhalb des Körpers waren, hatten Sie da ein Körpergefühl oder wie haben Sie das erlebt? Also was ich wusste, dass ich bin. Ich hatte auf eine, ich hatte auch irgendwie noch, ich hatte auch noch Hände, also ich hatte noch einen Körper so gesehen, ich hatte Gliedmaßen, also ich konnte mich irgendwie bewegen. Und ich wusste auch, dass ich das bin, aber es war jetzt, ich konnte jetzt keine Einzelheiten sehen oder so. Also es würde wahrscheinlich am besten schreiben, dass es so wie so ein, ja, ein Lichtkörper war oder Energiekörper war. Aber was ich ganz klar gespürt habe, ich konnte mich selbst als der, der ich bin, viel klarer wahrnehmen. Also es war wirklich so wie, ja, wie so eine Essenz oder wie was ganz Pures oder Reines, was nicht so verfälscht oder überlagert oder so verwaschen war. Ja. Wie lange ging Ihre Leidensgeschichte noch weiter? Wie hat sich Ihr Leben da weiterentwickelt? Diese Erfahrung war danach erstmal, sie war nicht weg, aber sie war in mir komplett verschlossen, weil sich in meinem äußeren Umfeld ja nichts geändert hat. Das war nach wie vor so und ich musste zur Schule gehen und da ging es dann eben um Hausaufgaben und mit dem Fahrrad zur Schule gefahren und das, da regnete es dann. Also es war so ganz basic, es war das ganz normale Leben und die Bedrohung war weiterhin da. Es gab weiterhin niemanden, mit dem ich irgendwie sprechen konnte. Und ich habe mich irgendwie zugemacht. Also ich habe, ich war danach auch nicht irgendwie erleuchtet oder irgendwie, dass es mir besser ging oder dass ich sagte, naja, jetzt. Ich hatte das danach auch nicht so präsent, dass ich gesagt habe, na, jetzt musst du noch 3-4 Jahre durchhalten und dann, das war nicht, also das Bewusstsein hatte ich damals nicht. Was ich allerdings hatte, war, also ich hatte das Bewusstsein nicht jetzt hier vom Verstand, dass ich so das hätte aufschreiben können, so, und, aber ich hatte das Gefühl, ein Gefühl war noch in mir drin. Und auch ein Stück, ja, Hoffnung und Gewissheit, so, dass es anders wird. Aber erstmal ging es einfach ganz normal weiter. Also den nächsten Tag irgendwie Schule. Und es ging, gut, danach war ich erstmal krank so, aber es ging einfach ganz normal weiter. Und es fragte auch keiner nach und es war natürlich nicht. Und es war auch nicht, also es war kein Raum da, wo das einfach hätte irgendwie weiterleben können. Und andere Sachen waren dann tatsächlich wichtiger. Nämlich einfach weiter irgendwie zu überleben in dieser wirklich total schizophrenen Welt, in die Schule gehen und da geht es dann irgendwie um Noten oder ich war Jugendliche, da ging es dann um irgendwelchen Popstar, der irgendwo auftritt und worüber geredet wurde und ich stand dann daneben und dachte, naja, so, ich würde auch mal gern mitreden können, aber ich bin einfach, soll ich mal erzählen, was ich so letzte Nacht erlebt habe, also das waren Welten, die die einfach ganz krass waren und wo ich versucht habe, ich war damals so, ja, ich denke 16, 17, wo ich einfach versucht habe, irgendwie durchzukommen, irgendwie auch einfach nicht verrückt zu werden, muss ich auch sagen, mit nicht an diesem Wahnsinn durchzudrehen. Und ich habe dann, das habe ich allerdings schon immer gemacht, so an für mich an Literatur festgehalten, an Gedichten und immer geguckt, okay, wo ist da was, wo ist da Lebenskraft oder Seelenkraft, wo kann ich mich da auch ein Stück wiederfinden oder den Glauben ans Leben, den Glauben ans Gute im Leben, das behalten, also habe mich da so durchgehangelt und bin unglaublich viel draußen spazieren gegangen in der Natur, hatte einen Hund und dann war das immer die beste Entschuldigung, also es war so ganz irdisch, so ganz, ganz normal. Und mein Vater war danach erstmal vorsichtiger. Das war, denke ich, auch ein Schock für ihn gewesen. Haben wir natürlich nie drüber geredet. Aber ich wusste, dass das eben, das war jetzt kein Frieden so zwischen uns. Das war wie so eine Art Waffenstillstand. Also das würde früher oder später wieder
würde das wieder extrem eskalieren. Und ich habe dann aber angefangen, meiner Mutter zu erzählen, dass es mir, also dass es sich irgendwas verändern muss. So. Und ich habe dann als irgendwie legalen Grund, dass ich jetzt weg wollte, aus der Familie gesagt, dass ich das in der Schule nicht mehr aushalte. Dass man mich da nicht mag oder dass man mich hänselt, was so nicht der Wahrheit entsprach, dass ich da nicht so richtig Anschluss gefunden habe, weil ich einfach hoch traumatisiert war und eben auch in mich gekehrt war, das war sicher so. Aber ja, das war so der Grund, ich muss irgendwie die Schule wechseln. Und das war dann so das Thema, was meine Mutter und ich hatten. Also wir haben über das, was passiert ist, wurde gar nicht geredet. Also das war wie nicht existent. Aber darüber konnte man reden. Also das ist so, naja, sie ist in der Pubertät und dann ist in der Schule eben schlecht. Also ich weiß nicht, in der Schule schlecht, aber die Situation war noch nicht mal spezifisch, sondern es war eben die Schule. Und dann sind wir losgefahren und haben uns andere Schulen angeschaut in Deutschland. Und das war für mich aber keine Option, weil ich das Gefühl hatte, ich bin immer noch zu dicht da an dem Ganzen dran. Und dann hat meine Mutter das so organisiert, dass ich ins Ausland gehen konnte. Dann war ich erstmal in England, das war nur ein Vierteljahr, und dann war ich nochmal zu Hause und habe dann da Alex so einen Terror gemacht, also dass man mich dann auch gerne wieder dahin geschickt hat. Und da hatte ich dann erstmal Luft. War ich ein Jahr in England und dann nochmal ein halbes Jahr in Frankreich und bin dann aber wieder zurückgegangen, weil ich eben alleine auch nicht klar kam. War natürlich hochtraumatisiert und konnte nach wie vor nur bedingt darüber sprechen. Ich habe das mal so angedeutet bei Freunden, die ich da dann auch kennengelernt habe, und Menschen, die eben nicht voreingenommen waren, die nicht meine Familie kannten, sondern die wirklich auch offen für mich waren und mir eine Chance gegeben haben, eben auch meine Geschichte zu erzählen, zumindest ansatzweise. Und war dann noch ein gutes Jahr eben wieder in meinem Elternhaus und habe das Abitur gemacht. Habe da sehr, sehr gekämpft, weil es mir unglaublich wichtig war, einen guten Abschluss zu haben. Das war so für mich so der Kampf, so ein bisschen, ich lasse mich nicht unterkriegen und ich bin auch noch nicht verrückt, auch wenn ich verrückte Dinge erlebe. Und war danach aber an dem Punkt, mit dem Abitur in der Tasche, dass ich, weil der Missbrauch ging ja weiter, wenn auch nicht so extrem, aber also ich war energetisch völlig leer. Also da war nicht so schlimm wie kurz vor der Nahtoderfahrung, aber wieder kurz davor, ich hätte gerne studiert und hätte gerne, alle starteten ins Leben, und ich habe gedacht, ich kann eigentlich nicht mehr, ich habe keine Kraft mehr. Ich möchte, aber ich habe keine Kraft mehr. Und interessant ist, dass ich nach dieser Nahtoderfahrung ganz stark angefangen habe, mich für Nahtoderfahrungen zu interessieren. Ich habe Bücher gelesen und hatte irgendwann mit einem Lehrer, mit Mathelehrer, dem damaligen Mathelehrer, darüber gesprochen. Der hat mir Bücher ausgeliehen. Und der war so ein bisschen erstaunt, warum mich das Thema so extrem fasziniert oder warum ich da so viel wissen wollte. Hat aber nicht weiter nachgefragt. Aber da war auch ein Bewusstsein dafür da oder ein Interesse. Und interessant ist, dass ich dann angefangen habe, nach einem Menschen Ausschau zu halten, der eine ganz klare Form für mich hatte. Und zwar nach einem Mann, der einen Bart hat. Da habe ich ganz klar vor mir gesehen, ein Mann mit einem langen Bart und längeren Haaren. Ich konnte so die Gesichtszüge sehen, also spüren sehen. Und ich wusste, dass es ist eine größere Gestalt und relativ schlank, relativ so drahtig so. Und ich wusste genau, wer dieser Mann in meinem Leben sein wird. Und ich wusste genau, dass er mir helfen wird, dass ich mein Leben mir zurückhole. Dass er mir hilft zu verstehen, warum ich so bin, wie ich bin. Und aber durch den Missbrauch, da passiert ja so viel in der Psyche, dass so viel Gefühlsüberlagerung und so viel geht kaputt. Also mal so mit einer Therapie, so hätte ich das gar nicht hinbekommen, sondern ich suchte jemanden, der das tragen kann,
der da auch keine Angst vor hat, weder vor der Energie noch vor der Grausamkeit noch, sondern der so sagt, ja, das ist groß und das ist schlimmer, das kriegen wir hin und ich helfe dir da raus und ich bin an deiner Seite, bis du es schaffst. Also mit dieser Einstellung. Und ich war mir oft, ich war felsenfest davon überzeugt, dass es diesen Menschen gibt und habe ihn gesucht. Und hatte dann, weil ich ihn eben nicht gefunden habe, hatte ich dann irgendwie Zweifel. Und bin dann nach dem Abitur, ging es mir dann so, ja, so schlecht wirklich, dass ich gesagt habe, okay, liebes Leben oder lieber Gott, entweder es gibt diesen Menschen und entweder ich treffe den jetzt bald oder ich kann nicht mehr so. Und dann bin ich nach Australien gegangen, mit dem Backpacking, mit dem Rucksack auf dem Rücken und habe diese Person gesucht. Also erst habe ich sie in England gesucht und da nicht gefunden, dann bin ich noch weiter nach Frankreich gegangen und dann eben letztendlich nach Australien, weil ich dann gedacht habe, okay, vielleicht musst du ans Ende der Welt gehen und tatsächlich in die Wüste gehen. Mich hat diese Wüste in Australien immer so fasziniert. Und wenn es diesen weisen Menschen gibt, dann ist der wahrscheinlich irgendwie in der Wüste und wohnt in einer Höhle und ich muss ihn halt suchen. Also das war so der Impuls in mir. Und diese inneren Impulse, die ich hatte, das war letztendlich das Einzige, wo ich mich dran festhalten konnte. Das Einzige, wo ich gesagt habe, also das kann mich nicht belügen, das darf mich nicht belügen. Und wenn es mich belügt, dann will ich aber auch nicht hier sein. Weil die Menschen, die mich umgeben haben zu der Zeit, die habe ich, denke ich, mit dem, was ich in mir getragen habe, auch einfach überfordert. Die wollten nichts damit zu tun haben und konnten es auch nicht. Und hätten sich damit vielleicht auch in Gefahr gebracht. Also jetzt aus meinem näheren sozialen Umfeld. Und dann bin ich in die Wüste in Australien gegangen, also da, wo dieser Ayers Rock ist. Und bin, ja, das war für mich, bin da alleine reingegangen, also auch nicht genug Wasser mit und habe diesen Dialog mit dem Leben oder mit dem Leben geführt und dem Universum und habe gesagt, also entweder er ist da jetzt oder, das kann man ja, in der Wüste hält man 1-2 Tage durch und dann ohne genügend Wasser, dann war es das auch. Und da hatte ich ein ganz besonderes Erlebnis. Und zwar war das so, dass nach dem ersten Tag mein Wasser bereits leer war und auch niemand so wirklich wusste, wo ich bin. Also das war noch eine Zeit, da hatte man jetzt, also ich hatte jetzt kein Handy oder Satellitentelefon oder so. Also ich bin da wirklich in die Wüste gegangen und gesagt, okay, ich lege jetzt mein, also entweder es klappt jetzt hier, ich treffe diese Person oder eben nicht so. Und bin dann da das wurde dann dunkel und kalt natürlich und hatte meinen Schlafsack mit und habe da direkt auf dem Boden geschlafen und wusste, dass das ist jetzt so diese Entscheidungsnacht, weil den nächsten Tag ohne das Wasser, das hätte ich so nicht geschafft. Und dann lag ich da und habe in den Sternenhimmel geguckt, der natürlich unglaublich beeindruckend war. Und habe gewartet, habe gesagt, okay, jetzt gucke ich mal, jetzt habe ich wirklich alles gegeben und jetzt muss irgendwie was von außen kommen. Und bin dann wohl irgendwann eingeschlafen und als ich am nächsten Morgen aufgewacht bin, war ganz schön, da waren tatsächlich Spuren von einer Schlange neben mir, die da wohl irgendwie vielleicht Wärme gesucht hat. Und kurze Zeit später kam, also das war so ein Naturreservat, habe auch die ganze Zeit da keinen Menschen gesehen, kam tatsächlich ein Geländewagen vorbei. Und da war ein Ranger, der war natürlich entsetzt, mich da zu sehen und zu finden. Und der hat mich dann mitgenommen, ich bin mitgefahren und der stand wie unter Schock, also er hat auch kaum geredet und er sagte, irgendwas hat ihm gesagt, er muss, das war einfach so ein Trail, das war jetzt keine Straße, sondern einfach so eine Piste vielleicht. Man sagt, er würde da nie fahren. Aber irgendwas hat er gesagt, er muss da fahren.
muss diesen Weg fahren. Und er hat eben drauf gehört. Und wir saßen aber die ganze Zeit schweigend im Auto. Also er hat das nur so gesagt. Da sagte er, irgendwas hat gesagt, ich muss hier fahren. Und ich glaube, er war auch ein bisschen sauer auf mich. Er wirkte so ein bisschen, es war so die Energie. Ich war dehydriert, also es war wirklich kurz vor knapp. Und danach danach hatte ich wieder Klarheit in mir. Und danach konnte ich auch wieder meine innere Stimme klarer hören. Und sie hat gesagt, du musst buch dein Rückticket. Das war noch offen. Du musst dein Rückticket buchen und du musst nach Hamburg. Also eine ganz klare Anweisung. Und ich wusste nicht, was ich in Hamburg will. Ich hatte eigentlich gesagt, ich will nicht mehr zurück nach Deutschland. Hamburg ist sehr in der Nähe von dem Ort, wo ich gelebt habe. Und da wollte ich, hatte keine Ahnung, was ich da wollte, sollte. Und bin aber dann zurückgeflogen. Und habe dann über eine Verkettung, das wird vielleicht zu lang werden, von wirklich magischen Umständen, wo tatsächlich immer ein Puls kam. Damals gab es noch gelbe Seiten, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt. Dann gedacht, okay, du musst jetzt irgendwas machen. Und ich wollte im Grunde Psychologie studieren, gleichzeitig aber auch Theologie und eigentlich Medizin. Und das ist ja unmöglich, weil ich wollte wissen, wie funktioniert meine Psyche und was gibt es aber auch noch mehr. Und ich wollte aber auch verstehen, wissen, wie mein Körper funktioniert. Und dann habe ich gedacht, okay, dann wäre ich Heilpraktiker. Und hatte die Vorstellung und die Hoffnung, dass es eine Ausbildung gibt, die diese drei Bereiche tatsächlich abdeckt. Und habe tatsächlich auch so eine Ausbildung gefunden und habe dann, das war ein Morgen, bin ich aufgewacht und dann die gelben Seiten aufgeschlagen. Meine innere Stimme sagte mir, schlag die gelben Seiten auf. Und habe ich die aufgeschlagen und bin mit dem Finger da runter, also die Heilpraktiker quasi durchgegangen. Und dann sagte mir, es waren natürlich viele, und dann sagte mir diese innere Stimme, stopp. Und da habe ich dann mit dem Finger da stehen geblieben. Und dann sagte er, ruf da jetzt an. Und habe ich da angerufen. Ich habe gesagt, ja, also eigentlich ziemlich, ja, möchte gerne die Ausbildung machen. Und die sagten mir, ja, die fängt in, glaube ich, ein, zwei Tagen später, fing die dann tatsächlich an. Und also es war wirklich eine Verkettung magischer Umstände. Und da habe ich dann diese Person getroffen. Da habe ich diesen Menschen gefunden, Dietmar Schof. Mit dem ich dann in den Folgejahren, das waren 10, 15 Jahre, Stück für Stück das Ganze aufgearbeitet habe. Das ist heute mein bester Freund, ein Seelenfreund. Und das war tatsächlich das, was ich erlebt habe mit dieser Person. Es war genau die Energie, die ich vorher gesehen habe. Es war dieses, es war auch ein Gefühl von nach Hause kommen. Also wenn ich brauche nur an ihn denken oder ihn anrufen oder wir treffen uns. Ich habe das Gefühl, ich bin zu Hause. Und er hat mir mein Leben wieder zurück, er hat mir geholfen, mein Leben wieder zurückzuerobern. Er hat mir geholfen, mein Leben wieder aufzubauen, zu verstehen. Und das waren, obwohl ich jetzt auch ein sehr schönes Leben habe, und das waren tatsächlich die schönsten Jahre meines Lebens. Ich habe dann in der Zeit Bücher geschrieben und einen Opferschutzverein mitgegründet und bin da sehr aktiv geworden, habe anderen Menschen geholfen und mich da ganz, bin ganz in dieser Aufgabe aufgegangen und habe da so viel Herzensenergie, so viel Lebensfreude, so viel Freiheit erlebt und so viel, ja, es war wirklich wie so ein Aufblühen. Ja, was ich so faszinierend daran finde, ist, dass ich tatsächlich das so erlebt habe, wie ich das da in dieser Nahtoderfahrung sehen durfte. Und zwar, dass ich natürlich selbst bestimmen kann, wie mein Leben läuft und das in der Hand habe, aber dass ich tatsächlich diese Gefühlserfahrungen machen darf, die ich von oben gesehen habe, also die Energie, die da sichtbar war, ist das, was ich dann tatsächlich erlebt habe. Und das, ich habe so seit so
einigen Jahren immer wieder Momente, die tatsächlich mit meiner Arbeit zu tun haben, wo ich genau das erlebe, wo ich diese Momente erlebe, wo Lichter gezündet wurden. Das kommt tatsächlich in Momenten, so ganz normalen Alltagsmomenten. So ein Beispiel ist, vor 2 Wochen, es war sehr markant, ich bekomme täglich Nachrichten über soziale Medien oder Menschen, die mir schreiben. Ein YouTube-Kanal, da geht es eben auch um Missbrauch und betreibe sehr viel Aufklärungsarbeit, mache Vorträge, diverse Bücher geschrieben in auch verschiedenen Sprachen und also bin da sehr aktiv, mache auch Kurse dazu und Online-Programme. Und da kam eine Nachricht von einer mir völlig unbekannten Person natürlich, die mir sehr gedankt hat für diese Arbeit. Und ich lese die und ich bekomme sehr viele solche wunderschönen Nachrichten. Und natürlich kann man jetzt sagen, ja, das ist so dein Ego. Und natürlich ist es angenehm, wenn jemand sagt, vielen Dank und das freut mich oder das hat mein Leben verändert. Die Gefühle sind ganz klar da. Es ist ein wunderschönes Gefühl, aber da ist noch ein anderes Gefühl. Und zwar ein Gefühl, das ist tiefer. Ich lese die Nachricht und wenn ich darüber rede, bekomme ich Gänsehaut. Und das habe ich bei ganz vielen dieser Nachrichten oder auch nach einem Vortrag oder so, dass jemand kommt und etwas sagt, das ist meistens sehr, sehr positiv und sehr wertschätzend. Und dann sagt die Person so etwas, mein Leben macht einen Sinn wegen deiner Arbeit. Und das ist größer als mein Ego und das ist größer als meine Persönlichkeit. Und das ist auch nicht irgendein Video, was ich mache oder selbst auch ein Buch, was ich schreibe, das ist was anderes. Das ist eine Energie, die in diese Dinge natürlich einfließt. Und das war eine zum Beispiel diese Nachricht, weiß gar nicht mehr im Wortlaut, was das war, das ist auch nicht so wichtig. Wie gesagt, durch das, was du machst, habe ich die Kraft, meinen Weg weiterzugehen. Oder jemand sagt, durch dich habe ich die Kraft, morgens aufzustehen. Oder ein Steuerberater schrieb mir neulich, der ist krank, der sagte, ich habe ihr Buch gelesen. Also ein Mensch, Menschen, die nichts mit Missbrauch und Trauma zu tun haben, sondern die so in Anführungsstrichen ein ganz normales Leben führen, der sagt, ihr Buch hat mir Kraft gegeben, meine Krankheit anzunehmen und zu überwinden. Und da, wenn ich diese Nachrichten kriege oder lese, dann macht mein Leben Sinn, dann weiß ich, okay, das ist, natürlich bin ich das, derjenige, der das macht, der schreibt oder spricht. Natürlich, klar. Aber es ist etwas, was ich in diese Welt bringen darf und das ist größer als ich als Person. Und das ist etwas, was ich unglaublich gerne mache. Aber es ist auch etwas, was mich ein Stück weit, ich möchte mal sagen, verpflichtet, auf eine positive Art und Weise. Ich sage, da kannst du dir jetzt nicht sagen, ja, ich habe heute keine Lust, denke ich meistens nicht, weil ich liebe meine Arbeit, aber das ist keine Option. Du möchtest das, das ist unglaublich wichtig und das ist so viel größer als du. Es geht hier nicht nur um dich, sondern es geht um so viel mehr. Und das finde ich faszinierend, das heute tatsächlich ganz bewusst leben zu können, diese Verbindung zu haben und zu sehen, wenn ich solche Kommentare lese oder solche E-Mails oder nach einem Vortrag jemand kommt, dann lächle ich und sage, ja, okay, und spüre diese Energie, ja, da öffnet sich das Ganze oder da sind diese Lichtfunken oder da ist diese Begeisterung, diese Lebenskraft, dieses Ja zum Leben. Und das ist so das, wofür ich heute lebe, auch ganz bewusst, dass ich morgens aufstehe und im Moment ans Fenster gehe, das Fenster aufmache und sage, ich möchte sinnvoll sein. Ich möchte das, was ich gesehen habe, ich möchte diesem Leben gerecht werden. Und bitte um Unterstützung. Und ich weiß auch heute, dass ich diese Unterstützung habe. Und ich glaube, dass wir die alle haben. Diese Unterstützung, seelische, geistige, wie auch immer man das für sich formuliert oder in welchem Glaubenssystem man lebt. Dass es wichtig ist. Und dass es geht nicht nur um mich und mein Leben, sondern dass du mit was auch immer du tust, Menschen berührst und etwas hier auf dieser Erde bringst, in dieses Feld, was für mich da von oben dunkel aussah, was man auch in dieser Art auch nur selbst rein, also dahin bringen kann.
Ja, und das ist faszinierend. Also das ist etwas, was mich erfüllt, was mich auch, was mein Lebensinhalt ist, was viel größer ist als das, was einfach auch sonst noch alles so da ist von das ganz normale Leben, was natürlich auch schön ist und gelebt werden will, aber dass eben noch was anderes dahinter steht. Und damit möchte ich anderen Menschen Mut machen. Und ich glaube, dass man keine Nahtoderfahrung braucht, um das leben zu können. Das werde ich ja manchmal gefragt, ja, dann muss ich dann auch erstmal sowas haben. Oder ich hatte sowas nicht, kann ich das dann erleben? Oder muss ich jetzt vielleicht mich in eine Extremsituation bringen? Nein, mit Sicherheit nicht. Sondern diese Gefühlserinnerung an den eigenen Lebensweg, die haben wir alle, davon bin ich überzeugt, weil wir alle diesen Seelenplan in uns tragen. Ich glaube nicht, dass wir so ein Schicksal haben, das alles genau vorgeplant ist, wir sind frei. Aber so wie ich das erlebt habe, ist da ein Weg, etwas, was ich jetzt kann natürlich nur für mich sprechen, was ich mir irgendwie auf irgendeine Art und Weise auf seelischer Ebene auch so auch dem zugestimmt habe. Das ist natürlich auf seelischer Ebene zu sehen, also nicht auf einen Missbrauch. Oh, wer lässt sich schon freiwillig missbrauchen? Aber ich spreche von einer höheren Ebene, dass da ein höherer Plan zumindest für mich dahinter steht und ich das so jetzt ganz bewusst als meine Lebensaufgabe gewählt habe, da Licht und Bewusstsein in dieses Thema zu bringen. Und zwar nicht nur in das Thema von Missbrauch, sondern generell von uns Menschen, die wir auf dem Weg sind und die Fragen haben und die suchen und die wir uns sinnvoll fühlen wollen. Und ich glaube, dass das für jeden möglich ist. Und ich glaube auch, dass jeder Mensch sich immer wieder Momente hat, wo er sagt, irgendwie kenne ich das. Irgendwie erfüllt mich das mit Leben. Irgendwie habe ich das Gefühl, es ist genau richtig, was ich hier gerade tue. Frau Schulenburg, herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, Herr Schulnig, ich danke Ihnen, dass ich hier sein durfte und für die wertvolle Arbeit, die Sie tun.